Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es etwas Wellness für dich, so heißt das hier. Und das Motiv ist wieder von Isabel Christina Stamps. Die mag ich im Moment total gerne und ich mag die Stamps ja auch ganz gerne kolorieren. Jetzt, wo ich die Pastellstifte dann immer da habe, funktioniert das ja mega gut. Und zwar wollte ich gerne jetzt im Sommer ein bisschen Wellness verschenken und habe mir dafür diese Verpackung überlegt. Das ist nämlich eine Melonenmaske fürs Gesicht, pflegend, fruchtig, frisch und ja, habe gedacht, das kann man vielleicht auch mal so als Goodie mitnehmen für jemanden, der eben halt, ja, im Sommer kann sich ja jeder ein bisschen pflegen. Ne? Und gerade das Gesicht ist ja das, was am meisten Sonnenlicht auch mal abbekommt. Finde ich gar nicht so schlecht und die Idee vor allen Dingen. Und dann gibt es noch diese Maske mit Pfirsich-Eistee, aber ich habe kein Motiv gefunden mit Pfirsich, also wurde es Wassermelone. Und die ist entspannend, also wenn man viel draußen war oder sich irgendwie schlapp fühlt oder so, dann hat man gut die Möglichkeit, diese Maske einfach mal zu verwenden. So, die lege ich ein Stück zur Seite. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ganz einfache Verpackung, wie man sehen kann. Ich habe das Wort Wellness habe ich von diesem Stempelset. Das habe ich nur das abgestempelt. Das machen wir gleich auch zusammen. Dann habe ich von Alexandra Renke mal wieder. Das kennt ihr ja schon von dem Mini Loaded Envelope. Habe ich das so ausgestanzt für dich. So da reingelegt. Der ist dann auch schon fertig, der Tag. Und den müssen wir da oben nur noch einmal umknicken. Und bevor mir das verloren geht, packe ich es immer gleich lieber weg. So, den haben wir. Dafür. Wellness, das Wort da. Dann haben wir den kleinen Hasen. Den kleinen Hasen habe ich hier. Das, den hier oben. Den schneide ich einmal grob aus. Den kolorieren wir wieder mit den Pastellstiften. Dann haben wir ein DIN A4 Cardstock, 200 Gramm hat das, glaube ich, 200 Gramm Papier. Und da müssen wir dieses hier halt nur einfach nochmal zurechtschneiden. Und eine kleine Wäscheklammer, die ist von Action, damit der Tick da oben drauf auch hält. Okay, und dann habe ich wieder vorbereitet für euch eine kleine Zeichnung. Ich halte das einen Augenblick in die Kamera, dann könnt ihr da kurz auf Pause drücken und ein Standbild draus machen und euch das irgendwo erstmal hinlegen. Wir machen das gleich zusammen. Das Kolorieren machen wir wieder mit Musik und auch das Zusammenbauen nachher, das machen wir auch mit Musik. Aber das Zurechtschneiden, das machen wir jetzt gleich zusammen. Und zwar brauchen wir ein Blatt Papier, ein Cardstock-Papier, 20,5 x 8 cm. Das Designerpapier sollte vorne und hinten 9,5 x 7,5 cm sein. Ich habe da zwei verschiedene Blöcke genommen, die sind beide von Action. Und würde das jetzt auch genauso wieder nachmachen. Dann haben wir ja den Take hier. Der brauchen wir ein Stück Designerpapier 4 x 5,5 cm. Könnt ihr auch anderen Take nehmen. Tobt euch aus, wie ihr möchtet. Und damit das auch da drin so schön steht, man könnte das natürlich auch so hier rein, so reinhängen oder sogar reinkleben. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es nochmal da drüber ist. Naja. Dieses kleine Teil müssen wir natürlich extra falten und dann kleben wir es einfach nur unten rein. So. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Faltgeschichte an. Also für das Außenteil 20,5 x 8 cm. Ihr falzt beidseits bei 9,5 cm. Und dann ist das der Rohling sozusagen fertig. Für das Innenteil brauchen wir ein Stück 9,5 x 7 cm. Es wird links und rechts an der langen Seite bei 1 cm gefalzt. Und dann dreht man das um 90 Grad. Und falls das links und rechts nochmal beidseits bei 3 cm. Und dann müsst ihr nur darauf achten, dieses Stück in der Mitte, das hier, das wird rausgeschnitten. Das können wir ja gleich nochmal zusammen machen. Und danach kolorieren wir und das Designerpapier und so, das habt ihr jetzt auch hier gesehen, wie wir das schneiden. Ich glaube, da braucht ihr das Video nicht so zu.
Okay, so, jetzt muss ich nur ein bisschen Platz machen, dass wir gleich mein Schneideteil hinbekommen. Also, 20,5 ist ja einfach, weil wir haben 21 cm hier. Ne, das ist ja die DIN A4 Breite, nicht Länge, sondern Breite, und dann nur 8 cm. Also bei 8 einmal anlegen. Dann mache ich mir beim Bleistift immer eine kleine, ein kleines Zeichen und schneide es da einmal ab. So. Weg ist es. Und für das kleine Teil brauchen wir dann nochmal 9,5 × 7. Dann lege ich bei 7 an. Bei 9,5. Und dann haben wir es geschnitten. So, und dann falzen wir das noch zusammen. So, dann nehme ich da zuerst das kleine Stück. Da hatte ich gesagt, an der langen Seite, das ist ja die, das ist die lange Seite, bei 1 cm beidseits. Zack. Zack. Und dann bei 3 cm. Das war eine Fummelarbeit. Da musste ich wirklich mehrmals das ausprobieren, wie das dann hinhaut. So, das ist das. Jetzt haben wir das lange Teil und da habe ich gesagt, zweimal beidseits bei 9,5. Also hier einmal drehen und nochmal bei 9,5 anlegen. Und da habe ich meinen 1 cm. So, das war das Halten. Und jetzt brauchen wir das nur nochmal einmal. Ich falze ja mal gerne nochmal nach. Super. Das ist dann jetzt das Außenteil. Und hier schneiden wir jetzt nur das raus. Und falzen dann eine Linie lang nochmal nach. Gut. So sieht das dann aus. Super. Und jetzt sieht man das schon. Das wird dann einfach so gefalzt, geklippt. So. Ganz wunderbar. Und jetzt brauchen wir halt nur noch das Designerpapier zu schneiden, den Tick einmal knicken, das ein bisschen kolorieren, da noch ein Stück draufstempeln, da habe ich hier noch so einen Rest, da kann ich es draufstempeln. Genau, und das machen wir jetzt einfach mit Musik, weil das ist jetzt wirklich selbsterklärend. Hier unten ein bisschen Kleber drauf, dann wird das hier reingestellt, dann knicken wir die halt so um. Und dann kommt das damit rein. So. Dann ist das, steht das Ganze schon, hat ein bisschen Gewicht. Dann kommt das Seilepapier dahin, das wird umgeknickt und dann angeheftet. Und das Motiv noch draufgebracht. Und ich glaube, das kriegt ihr hin, ohne dass ich jetzt noch was dazu sagen muss, groß. Und ihr seht es ja mit Musik und nur ein bisschen schneller. Ne? Okay, viel Spaß dabei.